Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Dieses Video wird ein Fressnapf-Haul, in dem ich euch zeige, was ich mir bei Fressnapf gekauft habe. Und ja, insgesamt habe ich 15,64 Euro ausgegeben und dann viel Spaß bei diesem Video. Die erste Sache, die ich mir gekauft habe, ist von Multifit das Kleintierstreu. Litter for Small Animals und das ist sehr saugfähig. Und das sind jetzt 65 Liter. Ich habe schon eine Packung zu Hause, aber ich brauchte noch eine zweite. Und ja, ich finde, es ist bei mir zumindest das beste Einstreu, das es bei Fressnapf gibt. Da es bei mir das Chipsy-Einstreu leider nicht gibt, das sollte ich mir vielleicht mal wieder bestellen. Aber ja, ich brauchte jetzt ein neues und deswegen habe ich mir das jetzt von Multifit mitgenommen. Die zweite Sache ist auch von Multifit und zwar das Holzstreu. Das dient als Unterstreu und das sind eben solche kleinen Holzpellets. Die kann man nochmal unter das normale Streu geben und die sind eben noch saugfähiger. Ja, ich habe damit gute Erfahrungen gemacht und deswegen habe ich mir das nochmal mitgenommen. Das sind jetzt 8 Liter und da das nicht so lange reicht und es so eine Aktion gab, dass es 2 von diesen Holzeinstreus für 1 Euro weniger, glaube ich, gab, habe ich mir dann auch noch ein zweites davon mitgenommen. Und ja. Die nächste Sache, die ich für meinen Hamster gekauft habe, ist dann der Chinchilla-Badesand von Multifit. Ja, den kaufe ich mir eigentlich immer wieder nach. Das sind jetzt 1 Kilogramm und ich finde einfach, der macht das Fell meines Hamsters viel schöner und glänzender als manch anderer Sand und deswegen habe ich mir den nochmal nachgekauft. Die nächste Sache, die ich gekauft habe, ist von Yet Air Farm. Und zwar sind es diese Knabberhölzer. Die kennt ihr ja schon auf meinen anderen Videos und zwar wisst ihr wahrscheinlich auch, dass ich die für meine Etagen benutze, also als Beine. Da mein Hamster die immer wieder voll pinkelt, brauchte ich neue. Und ja, knabbern tut er da auch sehr selten dran, aber schon manchmal und ja, deswegen habe ich die mitgenommen. Und die letzte Sache ist von Bunny und zwar ist es aus dieser Keks mit Biss-Reihe die Sorte Petersilie plus Inulin. Und das sind einfach solche kleinen süßen Kekse. Ich hatte die zwar selber noch nie, aber ich habe schon oft davon gehört und wollte die einfach selber mal ausprobieren. Ich finde, die sehen super niedlich aus und ja, deswegen habe ich die jetzt einfach mal mitgenommen und hoffe, meinem Hamster gefallen sie. So, das war's jetzt mit dem Fressnapf-Haul. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und dann bis zum nächsten Video.